So ein bisschen abfällig drüber. Wieso? Was stört dich daran? Gar nicht abfällig, bitte. Auf keinen Fall. Ich meine, du würdest ja schon den Sound, so Moon Harbor Sound, gerne zur Peak-Time spielen, oder? Es gibt Sachen, die ich natürlich, klar spiele ich das auf Peak-Time, logisch, aber ich glaube, den Mix, den wir machen, beinhaltet alles. Also da gibt es wirklich vom Deep House bis zum Techno. Und für mich sind House und Techno immer noch so die zwei schwergenden oder die zwei Hauptsachen, Gruppen, Richtungen, die ich spiele. So, und alles, was drin ist, ein Track, dass er mal minimal ist, dass er mal, das ist für mich im Endeffekt alles so in den Sachen, wie wir arbeiten, A Cappellas und all den Sachen, das bleibt für mich am Ende immer im Hausrahmen, weißt du? Und wenn ich 2 Stunden minimalen Sound höre, dann habe ich zwar viel gehört, aber trotzdem nur ein Level erlebt. Und das ist das, was ich an Hausmusik mag, dass ich ganz viele Level erlebe über Nacht und eben wirklich sage, ich habe Sauerei, weißt du? Ich habe was erlebt, so. Ja. Das ist der Unterschied für mich halt. Aber es hat halt jeder so seine Richtung und das, was er mag, und das ist alles völlig okay so. Klar, logisch. Ja. Ja. Wir haben natürlich viel geschaffen, also war alles klar. Klar. Marco, Mensch, du bist ja ein unheimlich beschäftigter Mensch, bist ja in verschiedenen Projekten tätig, nicht nur Lunacy Express, machst du auch unter deinem eigenen Namen Marco Reesmann, hast ja auch ein Label, Aponio und sowas halt, ne? Wann hast du eigentlich mal Zeit, dir die Zähne zu putzen? Ja, ich krieg keine Ahnung, was für eine Frage. Morgens Aronal, abends Elmix, das ist jeden Tag im Spiel, ganz klar. Also jetzt mal wirklich, also mal spaßvoll, ja? Also jetzt nicht ernsthaft, ne? Wie schaffst du das, also du bist ja wirklich unheimlich beschäftigt, wie schaffst du das alles auf die Reihe zu kriegen, die ganzen Projekte, die du antreibst? Mittlerweile ist es ja eigentlich wirklich nur noch mein Solo-Projekt, das Label und Lunacy Express. Vom Rest habe ich mich mehr oder weniger so ein bisschen getrennt oder auf Eis gelegt, wie auch immer, weil klar war es eine Phase, wo es zu viel war. Jetzt habe ich weniger Projekte, vielleicht das Label halt, mein Solo-Projekt und das mit Norm zusammen. Und trotzdem ist es eine 7-Tage-Woche, trotzdem ist es zu wenig Zeit, trotzdem geht aber alles irgendwie unter einen Hut, plus Freundin, plus Privatleben, plus Freizeit, und trotzdem irgendwie eine 7-Tage-Musikwoche zu haben, irgendwie, nee, ist alles machbar. Ja, es ist unglaublich. Ich meine, du hast ja so einen DJ-Schedule, nachdem sich unheimlich viele DJs sehen würden. Du bist ein DJ-Schedule, also wo du überall auflegst halt, ne? Und wie oft? Könnte besser laufen. Könnte besser laufen, ich meine, also... Nein. Nee, es sieht gut aus und wir kommen viel rum und es gibt auch mal ab und zu mal freie Wochenenden, was ja auch nicht verkehrt ist, irgendwie mal Wochenende zu Hause zu bleiben. Gehst du dann auch mal weg im Club, oder? Gerne, klar. Aber eigentlich weniger. Also wenn ich mal frei habe, dann bleibe ich auch wirklich zu Hause. Mal frei zu haben. Und wenn du dann irgendwie im Club auflegst, genießt du das dann auch richtig durch und durch oder wird das dann mal mehr zum Job auch manchmal? Wenn ich jetzt nicht auflege im Club gehe? Nee, wenn du zum Beispiel auflegen gehst, ist das für dich immer Spaß oder manchmal auch wirklich richtige Arbeit, wo du denkst, okay, jetzt ab nach Hause? Das ist abhängig vom Club, von den Leuten, vom Job an sich. Es gibt Abende irgendwo, wo ich richtig Spaß habe, weil einfach alles passt. Es gibt Abende, wo einfach nichts passt. Angefangen bei der Anlage oder bei den Leuten, wie auch immer. Oder beim DJ, der vor dir spielt. Dann, das sind so einfach so Eckpunkte, wo man sagt, so, okay, das haut nicht hin, man macht das Beste draus, aber am Ende ist es dann doch vielleicht bloß dieser Job, wie du gerade meintest halt. Okay, DJs da draußen, ne? Wenn ihr irgendwie alle die jetzt demnächst sozusagen mal für Marco Reesmann das Warm-up spielen, ja? Marco, was müssen die DJs beachten? Ich selber, oder auch, ich spreche mal für uns beide jetzt, weil es geht ja jetzt gerade auch um Lunacy Express, wir lieben es, Warm-up zu spielen irgendwie, und das haben viele, viele Leute entweder verlernt oder nie gelernt. Und wenn irgendwie zwischen 12 und 1 schon irgendwie Primetime-Stücke laufen, dann passt irgendwas nicht. Also man muss einen Abend, genauso wie man ihn am Ende abbaut, auch irgendwie aufbauen, vorbereiten. Und da finde ich es nicht schlimm, wenn man auch mal 115 BPM-Platten vor 1 Uhr laufen. Oder vielleicht auch mal Platten ohne Beats oder ja, so in der Richtung halt. Lunacy Express mäßig, wie geht denn der Lunacy Access weiter? Der Lunacy Access ist eine schöne Anekdote. Schöne Grüße nach Regensburg. Ja, Ponyhof, weil das sind ja eigentlich die Verursacher des Namens. Die hatten mal so eine nette Idee und haben während der Party, währenddessen der Lunacy Express gespielt hat, ein, ich sag mal, 2x6-7 Meter langes Banner über den Dancefloor getragen, wo drauf stand Lunacy Access.
Und seitdem haben wir auch am Wochenende, also vor allem am Wochenende, auch den Ruf mal gerne, den Exzess zu starten und den Express irgendwie zu Hause zu lassen. Das ist irgendwie auch so ein bisschen zu eurem Image geworden. Ich habe mir jetzt gerade, ihr habt ja so Postkarten von euch gemacht, ne, wo ihr in Raumanzügen durch den Park irgendwo in Berlin hier marschiert. Ne? Wir halten das mal ins Bild, ja, so hier. Das ist jetzt nicht Juri Gagarin und Gaboy Dostojewodschnitsk, sondern das sind halt wirklich jetzt diese beiden Jungs, das ist halt wirklich unglaublich. Helmholtzplatz, Berlin-Prenzlauer Berg. Lustige Story, weil ich meine, die Idee war halt, neben dem Album natürlich auch neue Pressefotos zu machen. Und die Idee war halt, klar, irgendwie Lunar City Express, denn der Name war auch da, Hello from Planet Earth. Lass uns doch einfach mal gucken, ob wir irgendwo Raumanzüge herbekommen. Das war in Absprache mit dem Fotografen, Lars Borges. Das war übrigens die Stimme vom Planet Earth, ja. Nein, einfach zu sagen, okay, lass uns da einfach mal so ein Komplettpaket irgendwie rund machen und irgendwie gucken, dass wir irgendwo Raumanzüge herbekommen. Der Lars Borges, der Fotograf, der war total happy, meinte, okay, lass uns das machen. Die Anzüge ausgeliehen im Film Fundus in Charlottenburg. Und die hatten da für einen Tag, die haben richtig Asche gekostet. Also es war halt nicht günstig irgendwie, waren zwar super gebrauchte Anzüge. Und sind den ganzen Tag mit diesen Anzügen quer durch Berlin, haben irgendwie tausende Stationen durchgespielt, also durch den Park, auf die Wiese gelegt, ein Buch gelesen, in den Supermarkt einkaufen gegangen, auf dem Spielplatz mit Kids Basketball gespielt, Tischtennis gespielt, also wirklich die komplette Bandbreite irgendwie, und daraus haben wir uns halt dann am Ende das Beste ausgepickt, und das sind halt unsere Promotion-Fotos fürs Album halt, genau. Und unter anderem halt, das war eine Idee von Moonhaber, oder von Matthias selber, lass uns mal Postkarten machen. Und dafür wurde dann das Motiv halt genommen, wir beide im Anzug unterhalten durch den Helmholtzpark, ja. Und wie war das mit den Passanten? Als sie das gesehen haben die euch ihre Telefonnummern zugesteckt? Die Kids waren alle super begeistert, denen konnten wir natürlich eine mega Story auftischen. Die Kids waren natürlich alle irgendwie, wie soll ich sagen, die haben uns alles gekauft, dass wir gerade frisch vom Mond kamen und waren total happy, konnten die Helme aufsetzen. Fühlten sich Erwachsene waren natürlich alle kichernderweise irgendwie im Hintergrund, und so ein Erwachsener kauft das natürlich nicht ab. Wenn man in so einem, sind ja keine super Originalen, das sieht natürlich so aus, aber man sieht man sieht schon, dass es keine wirklich originalen Anzüge waren. Ja, da warte ich für die Kinder sozusagen die Weihnachtsmänner der Moderne, würde ich sagen, ne? So, dann zum Abschluss, wollt ihr noch irgendwas selber erzählen? Ansonsten würde ich jetzt nochmal fragen, wie es dann in Zukunft weitergeht. Wann kommt die nächste Lunar City Express Platte oder der nächste Remix und wo und etc.? Vielleicht erstmal ganz kurz nochmal vielleicht aktuell. Du willst ja ganz schnell oft reden, lass doch mal den Norman reden. Du kannst gerne reden, nee, lass ihn reden. Weil was wichtig wäre, jetzt reden wir über das Album, wichtig wäre einfach, dass es einfach jetzt, oder der letzte Mittwoch draußen ist, erhältlich auf CD, als Platte und digital als Download. So, und das wäre mal wichtig zu sagen, vielleicht jetzt. Alles klar, also Message ist, kauft das Album, ja, von Lunar City Express auf Moonhaber. Da sind geile Tracks drauf, zum Beispiel gibt es auch ein ziemlich cooles YouTube-Video von diesem Mr. Jack halt, ne? Ja. Genau, das läuft gerade. Auf jeden Fall der Club Smasher, played by Richie Horton, Villa-Lobos und Kandel, ne? Und Nico Schwind, der wieder das Bier wegsauft auf dem Sofa hier, der spielt den Track auch. Ansonsten haben wir das erwähnt, und noch in Zukunft ist irgendwas geplant, so? Remix oder was? Ja, also es gibt jetzt gerade aktuell zwei, drei Geschichten, die wir machen. Wir machen für Mos Ferry werden wir das Album Remix machen. Ich glaube für das Marcel Knopf Album. Marcel Knopf ist super, mag ich. Ja, und es gibt die Remix-Auskopplung auf jeden Fall, bitte. Für 420 haben wir einen Remix gerade gemacht. Ja. Mag ich auch das Label. Cool. Schön. Okay. Und es werden, denke ich, also neben den Remix-Platten, denke ich mal, wird noch eine EP dieses Jahr rauskommen, hoffen wir schon noch irgendwie. Und für nächstes Jahr könnte ich mir vorstellen, ein Downbeat-Album oder Trip-Hop-Richtung irgendwie zu gehen. Ja, weil das ist so persönlich, die Musik ist, die mich persönlich gerade und uns beide auch noch irgendwie so, was wir auch privat halt hören, so, weißt du, ich meine. Und da wird es grob hingehen. Ja. Ich will jetzt mal ganz kurz eure Freundinnen grüßen. Miau. Meine Frau kann leider nicht zuhören und nicht zugucken. Sie kriegt sich hin, weil der Server überlastet ist. Also ich sage mal trotzdem, hallo Schatz, aber sie kann sich hören. Wir haben noch einen Mitschnitt, das kriegen wir schon hin. Und wird auch YouTube sein, das Video.
ne? YouTube-Stars. So, dann natürlich, also vielen Dank fürs Interview und für die tolle Musik. Ihr habt ihr jetzt so seit 19 Uhr bis jetzt gerade aufgelegt. Es war ja ein wirklich spitzenmäßiger Sound, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vielen Dank dafür. Jetzt geht's gleich weiter mit Dan Drastic.